600. Die 700 hier vorne. Also ich bin Thomas Tevesmeier. Ich bin dieses Jahr Präsident des Service Clubs Roundtable 17 in Bielefeld. Wir sind so im Alter zwischen 18 und 40 Jahren und haben uns eben auf die Fahne geschrieben, dass wir in unserer Freizeit mit Zeit und Ideen einfach was auf die Beine stellen wollen, eben für den guten Zweck. Wir sind wirklich sehr, sehr begeistert. Vom Spendenerlös her sind wir am Ende auf über 15.000 Euro rausgekommen. Wir hatten einige Werke, bei denen richtig die Dynamik einfach drin war, wo die Kataloge in die Luft geflogen sind. Und wir haben ganz positives Feedback gekriegt von den vielen Besuchern, die wirklich sehr begeistert waren. Also toll. Das Geld geht an Fruchtalarm. Fruchtalarm ist hier ein ursprünglich in Bielefeld gestartetes Projekt. Dabei wird mit einer mobilen Kindercocktailbar direkt am Krankenbett auf den kinderonkologischen Stationen fruchtige Cocktails gemixt. Wir sind das erste Mal hier in der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle. In der Vergangenheit waren wir in verschiedenen Locations hier in Bielefeld. Aber ich glaube, die Oetker-Halle verspricht, einer der nächsten Konstanten in der Auktion zu werden. Das ist uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir keine elitäre Veranstaltung machen für einen ganz kleinen Kreis, sondern wir schreiben uns auf die Fahne, wir schreiben Kunstwerke von lokalen Künstlern über national bekannte bis hin zu international und auch für jeden Geldbeutel ist etwas mit dabei. Ach,